Hi, hier ist wieder Pam von der Brettspielgarde und natürlich habe ich wieder jemand ganz Besonderen zu Gast, und zwar habe ich hier heute die Elena. Hallo! Hallo, danke, dass Ja, ich dabei sein darf. gerne. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Schön. Ja, Elena, solltet ihr noch nicht kennen, Elena ist nämlich ein neues Gesicht bei Asmodee. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz zu dir etwas sagen. Was machst du genau da? Genau, ich bin seit dem 1. Juni erst dabei, ja, jetzt so gute 3,5 Monate, so langsam finde ich mich ein. Tatsächlich auch ganz neu in der Branche. Also in der Spielebranche war ich vorher nur privat unterwegs, seid also bitte noch so ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich bin PR-Managerin bei Asmodee und ja, kümmere mich um alles, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, Presse, aber eben auch Blogger, Influencer mit und ja, habe eine ganz bunte Tüte an Aufgaben. Das glaube ich sofort. Ja, dann wünsche ich dir auch jetzt hier nochmal ganz viel Erfolg natürlich, ne? Und Dankeschön. ich freue mich schon, dass wir uns auf jeden Fall auch mal live demnächst sehen. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Und natürlich geht es heute auch um Brettspielneuheiten, die ihr auf der Messe dabei habt. Natürlich habt ihr immer ganz, ganz viele. Ihr arbeitet auch mit ganz vielen Partnern zusammen. Deswegen nennst du natürlich nicht die volle Bandbreite, sonst haben wir hier ein 3-Stunden-Video. Also, Ja. ich meine, gut, Leute würden sich wahrscheinlich auch freuen, aber ne, du hast dich jetzt auf ein paar Spiele beschränkt, über die wir gleich sprechen. Grundsätzlich zur Messe, wo seid ihr da zu finden oder wie habt ihr das Ganze aufgebaut dieses Jahr? Genau, die Messe ist in diesem Jahr ja ein bisschen anders aufgebaut. Viele werden es vielleicht schon gehört haben. Für andere ist es neu. Und zwar ist es nicht mehr nach Verlagen oder Vertrieben aufgeteilt, sondern nach Kategorien. Also, ne, wir haben eine Familienspielhalle, es gibt eine Expertenspielhalle, Kennerspiel und so weiter. Und dementsprechend, da wir als Asmodee sehr breit aufgestellt sind in diesen Bereichen, sind wir auch sehr häufig in verschiedensten Hallen zu finden. Ich glaube, ihr seid aber ganz gut bedient, wenn ihr euch vor allem in Halle 6 und 3 umschaut. Da sind wir vor allem mit Asmodee Deutschland unterwegs, mit unserer German Corner, aber auch mit einzelnen Minishops zu ein paar Spielhighlights, die eventuell gleich auch noch Thema sein werden. Ja, sehr schön. Also wir werden auf jeden Fall vorbeischauen und beziehungsweise man kann ja an euch gar nicht vorbeilaufen, da ihr eigentlich Nee. fast überall vertreten seid. Ja, also wir freuen uns auf sehr viele Spiele. Und ja, dann würde ich sagen, fang doch einfach mal an. Was habt ihr denn dabei? Ja, ich habe so eine Handvoll Spiele mal mitgebracht, Highlights, vor allem Spiele, die für euch auf der Spiel dann ganz neu sein sollten und vor allem halt auch schon erhältlich sind, ne? Also ich habe ein paar Spiele mitgebracht, die im Presale sein werden, die exklusiv zur Spiel erscheinen. Und eins davon ist eine neue Zug um Zug-Reihe in der Zug um Zug-Welt. Und Aha. zwar Zug um Zug Legacies, Legenden des Westens. Das Besondere daran ist, dass also die Spielmechanik ist die gleiche wie beim altbekannten Zug um Zug, aber wir haben hier einen Kampagnenmodus, eine Legacy-Version des Zug um Zug-Klassikers, wo man wirklich von Abenteuer zu Abenteuer spielt und von Partie zu Partie immer mehr Material dazu kommt. Es gibt schöne kleine Boxen mit Karten, die dann das Ganze nochmal erweitern, und so spielt man dann in Gänze 12 Partien. Und ja, es gibt neues Spielmaterial, es gibt neue Regeln. Es ist deutlich umfangreicher. Wir haben 280 Waggons und 100 Karten mit individuellen Spielerschachteln und ja, wirklich eine sehr, sehr coole neue Version von dieser bekannten Reihe. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ansonsten, die Spielweise, bleibt die gleich oder ähnlich? Ja, Hm? genau, die Spielweise bleibt die gleiche. Und wird im Grunde genommen einfach nur erweitert. Die Basis ist die altbekannte und Hm. darauf wird dann aufgebaut. Heißt auch, ich muss auch meine Zugstrecken bauen quasi. Ich muss halt meine Mission oder Aufträge erfüllen. So in die Richtung. Genau so ist Und es. das Ganze ist so ein bisschen eingeflochten in so eine Geschichte dann so ein bisschen, ne? Genau. Ja, sehr cool. Da freue ich mich schon drauf mit Story und so und da triggerst du mich ja immer. Ja, ich freue mich auch. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ah, okay, ja, cool. Ich habe auch gerade schon überlegt, 12 Boxen, das könnte man fast irgendwie so als kleinen Adventskalender für sich selber benutzen. Das stimmt. Ne, und alle Ja. 2 Tage, ne, dann ja, bis Weihnachten immer so ein Päckchen öffnen, wenn Ja, man es natürlich dann das stimmt. erspielt hat quasi, ne? Ja. Würde ja sogar perfekt passen, denn der Release nach unserem Presale auf der Spiel ist tatsächlich im November. Ach ja, siehst du. Das heißt, perfekt zur Weihnachtszeit. Man kann im Dezember durchstarten und ja, sich seinen Weg
bis zu Weihnachten bahnen. Ja, das ist doch cool. So eine schöne Idee. Ja, also wer Lust hat, macht das gerne. Habt ihr euren eigenen Zug um Zug Adventskalender quasi. Genau. Ja, sehr schön. Da freue ich mich drauf. Was habt ihr noch? Ja, ich habe euch noch Spellbook mitgebracht. Tatsächlich muss ich jetzt hier so ein bisschen spicken, weil das wirklich auch noch ganz, ganz neu ist. Es ist ein taktisches Familienspiel, wo es darum geht, dass man Zaubersprüche lernt und ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Wording, Materia sammelt. Das sind wirklich sehr schöne kleine ja, Steinchen, die, wie ich erfahren habe, oftmals sonst als Zusatzmaterial sind, die aber hier, also von der Wertigkeit her, die aber hier schon Teil des Ja. Bestandsspiels sind, die man automatisch mitkriegt. Also wirklich sehr, sehr schönes Artwork, sehr, sehr schönes Material. Und ja, es geht darum, diese Materia zu sammeln und Zaubersprüche zu lernen. Und so bahnt man sich so ein bisschen den Weg durch diese magische Welt. Und am Ende geht es darum, wer hat die meisten Punkte. Das Spiel ist vorbei, wenn einer der Spieler alle Zaubersprüche erlernt hat. Und ja, dann bringen eben die Zaubersprüche Punkte, aber eben auch Materia. Genau. Klingt auf jeden Fall auch sehr spannend und wer möchte nicht gerne Zaubersprüche lernen? Also. Ja, genau. Kann man auch tatsächlich, also es bleibt immer spannend, weil man unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten hat, die Zaubersprüche miteinander zu kombinieren und verschiedenste Partien zu spielen. Genau, es ist sehr fantasievoll. Also wer auf Fantasy und Magie steht, macht mit Spellbook definitiv nichts verkehrt. Dann spielt man immer Karten aus, oder wie darf ich mir das vorstellen, oder? Genau, man spielt mit Karten. Die Zaubersprüche stehen auf Karten und parallel dazu hat man eben diese kleinen Ah ja, sehr Materia-Steinchen. cool. Ja, sehr schön, werden wir uns Genau. auch anschauen. Sehr schön, was habt ihr noch? Ja, ach so, vielleicht auch das gibt es nicht nur im Presale zu spielen, sondern es ist tatsächlich, wird zur Spiel released im Ah, okay, Oktober. ja, cool. Genau, also dann ist es fest erhältlich. Dann habe ich ein Spiel mitgebracht, von dem vielleicht sogar schon der ein oder andere was gehört hat. Wir haben schon ganz, ganz viel drüber gesprochen und auch da naht der tatsächliche Release sehr schnell, denn ich habe Mischwald noch mitgebracht. Ein Spiel von Lookout, ein ja, Deckbuilding-Spiel. Ich hoffe, da bin ich vom Wording auch noch richtig. Und zwar geht es darum, sich seinen eigenen Wald aufzubauen. Es werden Karten ausgespielt, man hat verschiedene Möglichkeiten, seinen Zug zu gestalten und die Basis seiner Decks bildet immer einen Baum und dann baut man quasi Flora und Fauna um den Baum herum. Man muss immer entscheiden, was mache ich jetzt, weil bestimmte Tiere oder Pflanzen wie Pilze, die um den Baum herum wachsen, wiederum Effekte mit sich bringen, die wiederum für Spielende Punkte bringen. Es ist ein sehr angenehmes, ruhiges Spiel. Super angenehm, auch einfach zu zweit. Man kann es aber auch mit bis zu 5 Leuten spielen. Und das Besondere an diesem Spiel, unabhängig von der Mechanik und dem, wie ich finde, wirklich auch tollen Artwork, ist, dass es Teil der Green Line von Lookout ist. Bedeutet, es funktioniert komplett verpackungs- und kunststofffrei. Was, wie ich finde, eine wirklich tolle Sache ist, weil gerade in der Spielewelt da viel Potenzial da ist, Dinge zu optimieren und ja, voranzutreiben. Und das ist, finde ich, ein toller Schritt von Lookout. Gerade mit einem Spiel, wo es um Wald geht, Ja, genau, passt sehr gut. da ja diesen Schritt zu gehen. Ja, wir konnten das ja schon testen, auf der BerlinCon, meine ich, oder? Ja, genau. Genau. Da hatten wir einen Prototypen noch da. Genau, ja. Ne, also es hat uns wirklich sehr gut gefallen. Also erstmal sieht es optisch total toll aus, beziehungsweise wir hatten ja nur einen Prototypen, ne? Aber ich fand es halt wirklich cool gemacht, dass man halt diese Karten, man muss sich entscheiden, wie man halt seine Punkte sammeln möchte und wie man die dann anlegt, ob man die oben anlegt, um den Baum herum, unten, links oder rechts. Also das fand Ja. ich schon sehr cool gemacht. Hatte einen coolen Kniff, das Ganze. Und sieht, wie gesagt, optisch auch sehr toll aus. Ich hatte letztens die Frage, vielleicht kannst du das beantworten. Da ist ja jetzt, glaube ich, so eine Matte bei, ne? Ja. Genau. Woraus besteht die? Oder was ist das? Ist das irgendwie, Oh. weißt du, siehst du das vielleicht?
Oh, das weiß ich jetzt tatsächlich auf Anhieb nicht. Das kann ich aber rauskriegen, Ja, dann falls du kannst das du auf jeden Fall irgendwie. nochmal unsere Kommentare reinschreiben. Genau. Genau, das kriegen wir hin, das kriege ich Ah ja, raus. super. Ja, schön. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel, weil, wie gesagt, ich finde auch vom Thema einfach toll. Ich mag ja sowieso Ja. Tier-Naturspiele, sind ja auch Ja. sowieso voll der Renner aktuell, passt ja auch sehr gut. Ne? Deswegen Ja, auf jeden Fall. ein schönes Spiel, doch. Ich freue mich. Ja, finde ich auch. Ja, sehr cool. Vielleicht zum Release, genau. Es gibt ein Presale auf das Spiel. Und parallel wird es auch, wem das Sammlerherz höher schlägt, exklusive Promokarten, allerdings im Fachhandel, also parallel zum Spiel, auf der Spiellokal, kriegt ihr, wenn ihr Mischwald dort holt, zwei Promokarten. Ich werde jetzt noch nicht verraten, was für welche sind, nachher komme ich hier in Teufels Küche, aber sie sind auf jeden Fall sehr schön, haben auch Ja. nochmal ein sehr besonderes Artwork. Ja, cool. Und nach der Spiel kriegt ihr bis zum 20.10. Mischwald exklusiv nur im Fachhandel. Ah, Und dann ab dem 20.10. ist der offizielle Release für alle. ja, das klingt doch gut. Und Promos gehen natürlich immer, da freuen wir uns drüber. Und wenn ihr mehr zu Mischwald wissen wollt, wir haben zufälligerweise ein Regelvideo online. Könnt ihr gerne mal schauen, direkt von Lookout selber. Genau. Ja, schön. Was habt ihr noch mit? Ja, ein Spiel, auf das ich mich auch sehr freue, was dieses Jahr schon Wellen geschlagen hat, denn der Vorgänger hat dieses Jahr das Kennerspiel des Jahres gewonnen in Berlin, bei der Spiel des Ja. Jahresverleihung. Es kommt Challengers 2, Challengers Beach Cup. Ich hatte neulich schon so ein Tanktwister. Ich total, wenn man ganz oft Challengers sagt, dann Ja. dreht man durch. Hast du einen Knoten in der Zunge, ja, genau. Ja, Ja, wirklich. mal machen, probiert das mal aus, schreibt mal in die Kommentare, wie oft ihr es geschafft habt, ohne euch zu Ja, verlassen. bin gespannt. genau, es ist ja tatsächlich eine Fortsetzung. Es ist ein eigenes Spiel für sich, also keine Erweiterung, genau, das Wort habe ich gesucht. Sondern ja, diesmal sind wir, wie der Name schon sagt, am Beach. Tolle neue Karten, tolle neue Charaktere, neue Funktionen. Es ist eigenständig spielbar, kann aber eben auch als Erweiterung genutzt werden. Ne, Challengers ist mit bis zu 8 Personen spielbar. Und wenn man schon die erste Version von Challengers hat, kann man das Ganze eben einmal erweitern und mit bis zu 16 Personen spielen. Ich habe schon von wirklich tollen Turnieren gehört, Ja. wo die Leute mit ganz, ganz vielen Leuten um die Tische rumgerannt sind. Ja, Bei cool. wem muss ich jetzt? Und ne? Also wirklich sehr, sehr cool. Es gibt Trainerkarten, die nochmal mehr Herausforderungen mit Also. sich bringen. Die Matten sind eben diesmal im Beach-Design, im Strand-Design. Ach, guck mal, ich weiß sogar, wie viele neue Charaktere es gibt. Ah. Wir haben 70 neue Charaktere, also wirklich einiges, Ja. was man neu entdecken kann, neue Effekte, die damit einherkommen. Und ja, ich freue mich. Es sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ich habe es in Berlin, hab ich schon mal einmal reinlöchern können. Jetzt Ach, haben schön. wir auch die ersten Exemplare da und es ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, also ich finde Challengers auch richtig toll. Ist auch echt so ein schöner Einstiegs-Deckbilder. Finde ich richtig cool, deswegen Ja, freue ich mich auch. ja, Ja, also es macht ja. einfach Spaß, auch dieses Turnierfeeling kommt halt sehr gut rüber, ne? Deswegen, Genau so je ist mehr es. Karten, desto besser. Ja, wie du schon sagst, gerade dieses Einstiegsdeckbilder, ne? Also ich bin in vielen Spielmechaniken recht neu. Ich habe immer gerne gespielt, aber tatsächlich viel so Klassiker. Und ich habe durch Challengers auch meine Liebe für Deckbuilding Ja, entdeckt krass. und tauche jetzt immer tiefer ein. Ja. Ja, also macht wirklich Spaß. Ist wirklich von Deckbuilding-Einsteigern, aber auch für Fortgeschrittene und Ja. Experten. Es macht halt einfach Bock, Richtig. ne? Ja. Ja. Sehr schön. Da freue ich mich auch drauf. Da müssen wir auf jeden Fall auch mal gegeneinander spielen, Ja, auf jeden Fall. Das machen ne? wir. Ja, sehr schön. genau, Presale zu Spiel hat, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, sogar einen eigenen Minishop. Der wird sich auch finden. Das werdet ihr alles auch in der Messe-App finden. Ich bin mir sicher, viele von euch werden vorher akribisch planen, wo sie hingehen und genau die Stände mit den jeweiligen Spielen findet ihr dann in der Messe-App natürlich. Und der Release im Nachgang ist dann im November. Ah ja, cool. Also auch ein super Weihnachtsgeschenk. Ja, genau. Ja, gut dran Das ist. ist immer sehr praktisch, ne? Ich meine, auf der einen Seite vielleicht auch für irgendwelche Eltern vielleicht nicht so wirklich, weil die Kinder vielleicht ganz viele Sachen sehen, die sich dann wünschen, aber das Schöne Das ist, es gibt stimmt. wenigstens das meiste zu Weihnachten, ne? Ja. Ja, sehr schön.
Ja, ein Spiel habe ich noch mitgebracht, beziehungsweise sagen wir anderthalb, weil zu dem einen kann ich noch nicht so viel sagen. Aber ich kann schon viel zu Dixit Disney sagen. Dixit wird wahrscheinlich den allermeisten von euch ein Begriff sein. Ihr werdet sicherlich alle schon mal gespielt oder gehört haben. Dixit Disney ist ein eigenständiges Dixit-Spiel in den altbekannten Mechaniken, ähnlich wie wir es vorhin auch bei Zug um Zug schon hatten. Die Spielmechanik ist die gleiche, diesmal aber in der ja, magischen Welt von Disney und muss man auch dazu sagen, Pixar. Es gibt 84 neue Karten mit berühmten Disney und Pixar, ja nicht nur Figuren, sondern allen möglichen Gegenständen und Charakteren aus verschiedensten Filmen, die wirklich ganz, ganz toll illustriert sind auch. Also es macht auch wirklich einfach Spaß, die durchzugucken und zu gucken, ah, wozu gehört das denn? Und ne, manchmal muss man auch erstaunlich lange gucken. Man weiß, ah, ich kenne es, aber wo ist es denn nochmal zuzuordnen? Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist vollständig kompatibel mit allen anderen Grundspielen und Erweiterungen aus der Dixit-Welt. Und was hier auch nochmal besonders ist, dass es sechs ja, niedliche Holzmiepel gibt, Ach cool. die den Disney-Charakteren Ja. nachempfunden sind. Also Oh. ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere Diskussion in den Familien losgeht, wer denn jetzt wen spielen darf, aber da werden bestimmt ganz, ganz schnell Lieblingsfiguren entstehen. Die sehen auch wirklich sehr, sehr schön aus. Also wer sich das mal anschauen möchte, auch natürlich sehr, sehr gerne auf das Spiel. Oder aber auch schon vorher, denn das Spiel kommt schon noch diesen Monat raus. Oder ist es sogar schon raus? Ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen. Ihr könnt es aber auf jeden Fall im Zweifel auch schon vor das Spiel definitiv euch nach Hause holen. Ja, sehr cool. An Disney geht immer. Deswegen freue ich Ja. mich auch. Und Dixit ist ja auch ein sehr eingängiges Spiel, schönes Assoziationsspiel. Ne? Ist das Ganze auch kooperativ wieder, oder? Ja, genau. Ja. Okay. Also ansonsten ist es gleich geblieben, aber ich meine, ich finde Genau. es sowieso, gerade bei Dixit und so, die Karten sehen ja sowieso schon immer sehr toll aus. Und von daher freue ich mich jetzt, dass es auch noch jetzt Disney ist. Ne? Also. Ja. Also, Ja, ich freue mich auch. doch, also das werden wir auf jeden Fall mitnehmen und testen. Das wird ja sehr, sehr schön. Doch, ich freue mich. Deswegen. Ja, wahrscheinlich könnte bei uns auch so ein kleiner Streit ausbrechen, je nachdem, was für Figuren da drin sind. Gucken wir mal. Hast du da einen Lieblings-Disney-Charakter? Von den Figuren oder Oder generell? grundsätzlich. Oder auch gern von den Figuren oder auch beides. Oh. Oder Ich vielleicht bin Film, natürlich. sonst vielleicht auch nicht Charakter, vielleicht, wenn das einfacher ist. Ich weiß nicht, ob es zu einem Charakter zählt, aber ich mag, oh, wie heißt der denn nochmal? Hey, hey, von Vaiana, das bekloppte Huhn. Ach Das so, neue ach bei Gaby ja. Land. Ach, okay, Lieb ja. ich, liebe ich. Ist immer ein Brüller. Ja, sehr cool. Witzig. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wen ihr so mögt. Ist ja auch immer ganz interessant, ne? Sehr schön. Ja, da freue ich mich drauf. Sehr cool. Ja, und dann hast du ja gesagt, du hast noch ein halbes Spiel, ne? Da sind wir natürlich auch neugierig drauf. Ich hänge Ja, hier und bei Bildern zwar. und denke gerade so, jetzt hast du irgendwo ein Brettspiel und zack, so Ja, Hälfte. genau, in meiner Mitte, in der Genau. Mitte durchgeschnitten. Nein, Nee, das das mache ich nicht. nicht. Ja, die Star Wars-Fans unter euch werden es, da bin ich mir ganz, ganz sicher, schon gehört haben. Und diese Ankündigung möchte ich euch allen anderen natürlich auch nicht vorenthalten. Und zwar wird 2024 ein neues Trading Card Game kommen, nämlich Star Wars Unlimited. Es wird ein Riesending, ja, Sammelkartenspiel von Fantasy Flight Games. Wurde in Zusammenarbeit mit Lucasfilm natürlich entwickelt und entworfen. Und ja, wird es ab 2024 geben. Mehr darf ich tatsächlich noch nicht sagen. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt, die Spielmechanik. Und ja, ihr könnt euch da wirklich sehr, sehr drauf freuen. Wir freuen uns alle, bei uns Spasmodee sind schon alle völlig aufgeregt. Und wann können wir endlich mehr erzählen und mehr zeigen? Weil das wird auf jeden Fall eine riesengroße Sache. Wie gesagt, auch weltweit, ganz Asmodee sitzt schon auf heißen Kohlen. Ja. Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal so ein bisschen aufs nächste Jahr freuen. Ja, wir können nur dazu sagen, möge die Macht mit euch sein. Ja, das bringt es gut auf den Punkt. Ja, also ich freue mich auch drauf, ich bin gespannt. Ja, von daher, es ist Star Wars, ne? Was soll ich anderes Es sagen? ist Star Wars, ja. Genau.
Bist du dann auch so der Star Wars-Fan und ja, oder? Ich glaube, ja, das kommt jetzt drauf an. Ich glaube, in der Bubble, in der wir uns hier bewegen, wenn ich mich da als Star Wars-Fan bezeichne, werde ich gelyncht. Aber ich gucke tatsächlich, Achso. also ich weiß nicht, ich kann nicht zählen, wie oft ich sämtliche Star Wars-Episoden geguckt habe und auch schon als Kind angefangen. Und ich liebe es tatsächlich immer noch. Ja. Komme jetzt so langsam so ein bisschen in die Star Wars Deckbuilding Ah Welt ja. rein, habe mir das ganz fest vorgenommen. Also ja, ich bin schon mit vollem Herzen dabei. Hast du denn schon, also ich sag mal, eigentlich, dann bist du ja eigentlich auch schon größere Fan, wenn du schon sagst, du hast das zigmal gesehen, ne, das Ja. jetzt, ne, also von daher darfst du dich sicherlich als Star Wars-Fan outen. Aber hast du denn schon das Zwei-Personen-Spiel von euch gespielt, Star Wars? Nee, tatsächlich noch nicht. Das ist jetzt, das Ja. steht ganz oben auf meiner Liste. Bin gerade noch in Herr der Ringe drin, Ach so, ah ja. im Kartenspiel und ja, dem folgt dann ganz bald Star Wars. Ja, also ich merke schon, wir sind auf jeden Fall sehr kompatibel, was das so angeht. Ne, Disney, Herr der Ringe, Star Wars, okay, geht. Ne? Ja. Weiter im Kontakt bleiben, finde ich gut. Ne? Aber das Star Wars-Spiel kann ich dir auf jeden Fall nahelegen. Das ist für uns mit eins der besten Zwei-Personen-Spiele in diese Richtung. Also richtig cool gemacht. Das haben wir auch schon mehrfach gespielt und das macht einfach sehr viel Spaß. Also wenn ihr es nicht kennt, unbedingt mal anschauen. Ist wirklich ein schönes ja, Kartenspiel und man spielt da gegeneinander. Ne? Der eine die böse Seite, der andere die gute, bezahlt es ja immer relativ. Ne? Michael sagt natürlich immer, er ist die gute Seite, obwohl er ne, eigentlich böse ist. Ihr wisst, was ich meine, aber. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Macht sehr viel Spaß. Super, ja, ich bin gespannt. Ja, sehr cool. Ja, schön. Dann haben wir wieder ganz, ganz viele Infos bekommen. Ne? Also wirklich wieder tolle Spiele, die bei euch rauskommen. Also ich bin gespannt und wir werden uns natürlich ganz viele angucken. Und natürlich habt ihr noch ganz viele mehr Spiele dabei. Ja. Ne? Wenn man die alle mal mit nach Hause nehmen könnte, hätte man, glaube ich, ausgesorgt. Dann bräuchtet ihr, glaube ich, aber auch einen LKW, ist vielleicht übertrieben, aber so einen Transporter müsstet ihr dann schon mitbringen. Ja, also wir freuen uns drauf. Bevor ihr jetzt wegskippt, wir haben natürlich noch was Schönes für euch heute, denn auch heute könnt ihr etwas gewinnen. Und zwar, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe es euch vorhin schon gesagt, ein wirklich tolles Highlight, und zwar Dixit Disney. Verlosen wir ein Exemplar und ja, damit ihr euch das schon mal nach Hause holen könnt. Ja, das klingt doch gut. Und ja, natürlich haben wir uns auch eine Frage im Vorfeld überlegt. Was möchtest du von den Zuschauern gerne wissen? Ja, und zwar würde ich ganz gerne wissen, welches der Spiele, abgesehen natürlich von Dixit Disney, das ist ja ganz klar, wenn ihr das gewinnen wollt, dass ihr euch da besonders drauf freut. Aber welches der Spiele freut ihr euch ganz besonders auf das Spiel? Welches der Spiele möchtet ihr unbedingt testen? Das schreibt gerne in die Kommentare und ansonsten, ihr kennt das, wir verlosen dann ja, mit so einem Online-Tool einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Ich übermittle die Daten an Asmodee und dann bekommt ihr das Spiel nach Hause geschickt. Wenn ihr mitmacht, akzeptiert ihr automatisch die Teilnahmebedingungen, steht auch nochmal alles in der Videobeschreibung. Ja, also das Spiel könnt ihr gewinnen, also Disney, ich kann es wie gesagt nicht oft genug sagen, geht immer und von daher drücken wir euch natürlich die Daumen. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich jetzt am Ende angelangt. Und dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit und ja, für die tollen Spiele, die ihr alle Ja, mitbringt. immer gerne. Natürlich habt ihr noch ganz viele mehr. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall auf der Messe und dann verabschieden wir uns. Und ihr seht mich dann spätestens beim nächsten Video. Alle vier Brettspiele. Ein Brettspiel für alle. Bis dann. Tschüss. Tschüss.